Mein Name ist Wolfram Schmidt, der Untere. Ich vertrete im normalen Leben die Talanx AG, Investor Relations. Dieser Workshop ist aber ganz explizit meine persönliche Meinung und auch die persönliche Meinung von Tim Lange. Für die, die heute Morgen schon da waren bei der Eröffnung der Konferenz, ich glaube, das Konferenzmotto Liquidität wohin, Finanzierung woher, passt eigentlich sehr gut auf Börsengänge, auf IPOs. Denn man sollte meinen, in diesen Zeiten des Anlagenotstandes und auch in den Zeiten, dass Unternehmen schwieriger Bankkredite kriegen oder schwieriger anderweitige Finanzierung kriegen, sollte sich doch anbieten, dass wieder mehr Unternehmen an die Börse gehen. Gute Assets, unterstelle ich jetzt mal, werden bei der Gelegenheit angeboten. Es gibt ja auch Prospekte, wo alles drinsteht, die Pros und Cons. Aber leider Gottes, wir wissen, in den letzten zwei, drei Jahren herrscht eine ziemliche Eiszeit, speziell in Deutschland, was das Thema IPOs anging. Und es haben sich in den letzten, im letzten Jahr ja eine ganze Reihe von Kandidaten versucht und haben es zunächst mal nicht geschafft. Ich werde darüber gleich ein bisschen berichten. Und jetzt neuerdings, erst in den letzten Monaten, gab es ja einen Durchbruch. Wir haben einige Kandidaten gesehen, die an die Börse gekommen sind. Jüngst LEG, RTL, davor Telefonica und eben Evonik und Talanx. Und was wir machen wollen, der Tim, wenn er schafft, und ich, ist Ihnen zwei Case Studies zu präsentieren, wie heute Börsengänge in Deutschland funktionieren können. Bevor wir das machen, natürlich erstmal Lehrbuchwissen. Diejenigen, die IPOs schon mal gemacht haben oder auch sonst irgendwelche Berührungen damit gehabt haben, kennen das. Das ist jetzt kein Workshop, wie mache ich ein IPO. Die werden in Frankfurt auch angeboten. Wer Bedarf hat, kann sich gerne heute Abend an mich wenden. Nicht nur von Banken, auch von Anwälten und Beratungsfirmen. Aber typischerweise, je nachdem, in welchem Zyklus das Unternehmen sich befindet, braucht man mal ein Jahr, sich zu sortieren. Manche etwas länger. Bei meinem Unternehmen waren es so gefühlt 15 Jahre. Bis man die Börsenreife denn dann letztlich erreicht. Sprich, dass man sich intern erklärt hat und sich verständigt hat, was denn eigentlich der Unternehmenszweck ist und was die berühmte Equity Story, also die niedergeschriebene und kommunizierte Story des Unternehmens ist. Bei vielen gehören auch Portfoliomaßnahmen dazu. Der Kollege von Evonik könnte darüber berichten oder wird darüber berichten. Das heißt, dass man erstmal bestimmte Dinge tun muss, sich auf sein Kerngeschäft beschränken muss, und Ähnliches. Kommen Sie reichlich rein, wir spendieren noch Stühle, wenn es sein muss. Einen Stuhl kann ich noch mitgeben, den habe ich noch frei, bitteschön. Also ganz hinten durch sind immer noch Einzelne. Kera, du könntest auch stehen. Aber. Okay. Wenn man soweit ist, wenn man sich intern verständigt hat, okay, wir sind börsenreif, wir wollen an die Börse gehen, dann kommt eigentlich die entscheidende Phase, die kann so dauern, 6 Monate, 9 Monate, maximal 12 Monate. Dann passieren Dinge wie, man wählt sein Bankenkonsortium aus oder seine Führungsbanken, der Bullet fehlt hier, das ist eigentlich der Wichtigste. Man überlegt sich, wo gehört man hin, in welches Segment an der Börse. Man formuliert jetzt diese Equity-Story, die man vorher in groben Umrissen hat. Ich kann nur sagen, die Fassung, die wir hatten, der Talanx-Case kommt gleich noch, war doppelt so lang wie die eigentliche Equity-Story und ich würde auch sagen, doppelt so gut. Man sagt immer, bevor die Anwälte das in die Hände kriegen, dann steht immer alles drin. Im Übrigen, wenn Investmentbanker und Anwälte im Raum sind, und ich weiß, es sind einige da, ich mache heute keine Berufsschelte, ich erzähle nur, wie es war. Man beschäftigt sich dann mit Themen wie Wertpapierprospekt, das ist einer der übelsten Punkte. Die Dinger kriegen zum Teil Kilogewicht und sind auch wirklich von Juristen für Juristen. Also wenn man meint, mit einem Wertpapierprospekt wird der sogenannte verständige Anleger, von dem habe ich in anderen Workshops heute Morgen schon was gehört, wird der verständige Anleger besser informiert. Es hat halt die Qualität eines Beipackzettels von einem Herzmittel, sage ich mal, was der Normale ohne Medizinstudium auch nicht versteht. Und ohne jetzt alles aufzuzählen, einer der wichtigsten Punkte, behalten sich im Kopf, ist die sogenannte Bewertung. Es geht letztlich immer alles um den Preis, ums Geld. Und interessanterweise, die Bewertung kennt normalerweise nur eine Richtung. Am höchsten ist sie am Tag, wenn die Banken bei Ihnen pitchen und das Mandat haben wollen. Aber das kann nicht überraschen. Wenn man dann soweit ist und hat gesagt, alle Arbeit ist getan, dann kommt der berühmte Tag Intention to Float. Und im Projekt
Börsengang ist nichts Deutsch, ist alles Englisch. Börsengang heißt auch IPO, Initial Public Offering. Ich erkläre jetzt mal, ich gehe an die Börse, heißt Intention to Float. Und so geht das dann weiter. Also die Investmentbanker haben über die Jahre da ein Vokabular entwickelt und abgeleitet. Man muss schon sagen, es ist teilweise Hanebüchen, weil man es guckt sich immer an und merkt dann doch, wenn der eine oder andere nicht genau versteht, wovon geredet wird. Und mit einem von Inbrunst der Überzeugung wird das also immer wieder wiederholt. Wenn man also diese berühmte Intention to Float abgegeben hat, sprich eine Presseerklärung, dass man die Börse will, beginnt die sogenannte Investor Education, PDIE, ja, auch wieder sowas, Post-Deal Investor Education. Man könnte auch sagen Analysten-Roadshow. Da gehen also die Analysten aus ihrem Syndikat, in meinem Fall waren es 8 Stück, innerhalb von ja, knapp 14 Tagen rund um die Welt, meist so 10, 12 Tage rund um die Welt, machen hunderte von Investoren-Meetings und kommen dann zurück und sagen ihnen dann, ob ihre Aktie gewünscht ist und wenn ja, zu welchem Preis oder vielleicht noch zu welchen Konditionen. Und dann geht das Management mit Investor Relations auf die gleiche Roadshow oder auf eine etwas verkürzte Roadshow zu den interessantesten Investoren, die die Analysten vorsortiert haben. Und nochmal so ja, knapp 14 Tage die berühmte Roadshow, versuchen sie die Equity-Story ihrerseits nochmal rüberzubringen, in ihren Worten, authentisch, aus Sicht des Unternehmens, um dann in die Bookbuilding-Phase einzutreten, die dann meist relativ schnell innerhalb weniger Tage zu einem hoffentlich erfolgreichen Ergebnis führt. Und dann geht man an die Börse in Frankfurt oder irgendwo anders und freut sich. Die letzten beiden Phasen, und hier führe ich sie nicht durch, nochmal etwas anders sortiert. Hier sind noch ein paar Bullet Points mehr drauf. Ein sehr wichtiger Punkt ist die Analystenpräsentation zur Hälfte des Prozesses. Wenn man also die, in meinem Fall 8 Analysten einlädt des Syndikats, mal einen ganzen Tag lang im Rahmen eines normalen Analystenmeetings das Unternehmen kennenzulernen, denn vergessen Sie nicht, so Sie IR-Kolleginnen und Kollegen sind, die kennen das Unternehmen ja nicht. Also in der Regel ist es ein völlig neues Unternehmen, wo die sich wirklich von Grund auf, von Null, ja, mit Informationen vollsaugen müssen. Man fängt also richtig an, mit Orga-Charts runterzublättern, die Leute oder die Vorstände vorzustellen und. Also eine richtige, ich nenne das immer Druckbetankung, ja, oder Grundausbildung über das, was das Unternehmen eigentlich ausmacht. So. Und dann, er ist, glaube ich, heute nicht hier, ein von mir geschätzter Journalist, das sind durchaus einige, der Walter Becker von der Börsenzeitung, schrieb mal im Frühjahr, genau zu der Zeit, wo wir alle unterwegs waren, eine Glosse. Ich hoffe, ich glaube, wir haben keine Sitzplätze mehr, jetzt müssen die letzten stehen. Einen Stuhl hätte ich noch. Also, darf ich noch einen anbieten? Wer möchte? Und ich glaube, der Titel, wenn man das lesen kann, hier unten war Kleine Fische statt IPO-Karpfen. An dem Tag ging, glaube ich, eine chinesische Fischstäbchenkette oder sowas oder Fischstäbchenhersteller an die Frankfurter Börse. Und natürlich habe ich das ein bisschen zusammengekürzt und auf Thalanx und Evonik reduziert. Zu der Zeit waren natürlich auch die Kollegen von Rheinmetall Pierburg unterwegs, Osram, wen hatten wir noch? Jetzt habe ich einen vergessen. Aber noch einer, da fällt mir gleich wieder ein. Was er hier rechts so outside in als Journalist diagnostiziert hat, hätte ich also, oder habe ich an dem Tag blind unterschrieben. Genauso war das. Man wurde also wirklich, Wertpapierprospekt habe ich schon erwähnt, aber auch mit vielen, vielen anderen administrativen Dingen zugedeckt und regelrecht ja, verängstigt. Also wir hatten ein paar Ideen, die erwähne ich vielleicht gleich nochmal. Da hat man mir einfach gesagt, Herr Schmidt, tun Sie das nicht, dann haben wir die erste Klage. Ja, und ich dachte, das wäre mal wieder eine gute Idee. Also man kriegt so ein bisschen richtig den Schneid abgekauft oder den Wind aus den Segeln genommen. Bitte immer schön beim Drehbuch bleiben, nicht links und rechts gucken. Das ist ganz wichtig. Das vorweggeschickt ist eigentlich die These von Tim Lange und mir. So wie wir es jetzt beschrieben haben, funktioniert es nicht mehr. Oder wir haben es am eigenen Leib gespürt, also bei Evonik und bei Thalanx, es hat so nicht funktioniert. Zumindest auf dem Niveau Zeitungswissen wissen Sie alle, dass beide Börsengänge zumindest einmal abgesagt worden sind. In den Cases werden Sie es gleich sehen. Und irgendwie haben wir es dann doch noch hingewurschtelt. Aber wir sind der Meinung, und das sind so ein paar Punkte, die das belegen sollen, dass dieses Klassische aus dem Lehrbuch nach dem Motto, so haben wir es doch immer gemacht, Modell, wie man an die Börse geht, nicht mehr funktioniert.
womit wollen wir das belegen? Es gab halt seit März 2010 keine größeren IPOs mehr. Ja, jetzt nimmst du es mir natürlich wieder aus dem Mund. Ich wollte die Kollegen in Berlin natürlich nicht zu nahe treten. Ich bin glücklicher Aktionär dieses Unternehmens. Hauptversammlung nächste Woche. Die GSW, aber die lag unter 500 Millionen, wenn mich nicht alles täuscht. 600? Nach den ganzen Kapitalerhöhungen. Also da Disput, das ist, schauen wir nach. Gucken wir gleich nach. Wer immer recht hat, kriegt ein Bier vom Adam. Also, machst mal eine ganze Story kaputt hier. Also, nee, weil das jetzt nicht spielentscheidend ist, aber nur damit ich keinem auf die Füße trete. Es gab einen Börsengang, das war GSW Immobilien in Berlin, in der Zwischenzeit, der sehr erfolgreich gelaufen ist. Aber das war der einzige weit und breit, der halbwegs die Größenklasse hatte, über die wir reden. Ist das okay? Bestens. Alles klar. Es gab andere Kandidaten, die in der Zeit leider abgesagt haben. Und nochmal, was wir heute berichten, sind die persönlichen Erfahrungen von uns beiden. Was uns beide sehr gestört hat oder was wir gespürt haben, ist, dass man wirklich das Kommando verliert. Dass man wirklich in den letzten Wochen, wenn ich bösartig wäre, würde ich sagen, in den letzten Monaten, vor dem ersten Börsengang, die Projektleitung wirklich verliert. Und ich kann durchaus sagen, dass wir in der Talanx eine starke Projektleitung hatten. Ich war Teil davon. Es waren noch zwei, drei andere Kollegen, die durchaus Rückgrat haben, die durchaus Kapitalmarkterfahrung hatten. Und ich weiß nicht, wie das manchem kleineren Unternehmen auf dem Weg zur Börse ergeht. Aber man wird wirklich geschüttelt. Teilweise wird man durch die Masse der Berater, wenn die Investmentbanken dann mit Heerscharen über sie herfallen, aber auch die Anwälte. Wir hatten letztlich hinterher drei Anwaltsfirmen, die dabei waren, für jede beteiligte Partei eine. Und die dann natürlich den Arbeitsprozess sowas von anziehen und hochfahren, was auch sein muss, dass sie schon gar keine Chance mehr haben, alle die Draft zu verfolgen, an allen Telefoncalls teilzunehmen, weil die zum Teil stundenlang dauern. Das ist völlig ineffiziente Verwendung von Time. Und. Und eben, sie werden häufig gar nicht mehr gefragt, sondern es wird ihnen wirklich sehr entscheidungsreif in Hochglanz, Querformat, PowerPoint präsentiert. Da müssen sie schon, wie soll ich sagen, ein starkes Ego haben, wenn sie ab und zu mal aufstehen und sagen, wait a minute, können wir das nochmal diskutieren? Warum machen wir das jetzt eigentlich so? In unserem Fall kann ich berichten, und der eine oder andere, da wir eine Dirk-Mitgliederversammlung bei uns im Frühjahr hatten, kennt meinen Chef zumindest, den CEO, aber der CFO ist eher noch ein Quertreiber. Wir haben uns durchaus erlaubt, das eine oder andere in Frage zu stellen und manche unserer Berater wieder zurück an den Drawing Board zu schicken, sozusagen zu fragen, können wir das nochmal neu rechnen, können wir das nochmal neu haben. So, und dann ein Punkt, den ich jetzt speziell sehr stark empfunden habe, und ich bringe es gleich in meinem Case nochmal rüber, die Buy-Side ist sehr, sehr preissensitiv geworden. Und damit meine ich nicht, dass sie nicht bereit sind, einen vernünftigen Preis zu bezahlen. Ich bin ja selber Kunde einer Fondsgesellschaft, ich will nicht, dass sie mein Geld verschleudern. Die sollen natürlich schon hart verhandeln und Geld und Brief, wir kennen das, genauso im Gebrauchtwarengeschäft, im Immobiliengeschäft, keiner hat was zu verschenken. Das meine ich nicht. Was ich meine ist, dass sie kein Gespür mehr richtig hatten für IPOs. Also mir hat es einer dann wirklich im Vertrauen gesagt, der hat gesagt, hör mal, seit Glencore und seit Facebook sind bei uns wirklich die Sicherungen alle durchgebrannt. Was ist heute überhaupt noch eine vernünftige Bewertung? Der eine oder andere Investor hat mir gesagt, ich brauche kein IPO. Das ist alles immer so im luftleeren Raum. Ich schaue mir lieber, lass andere machen. Ich schaue mir die Aktie lieber an, 6 Monate an der Börse. Und wenn ich sehe, sie handelt vernünftig und es hat sich ein vernünftiger Wert, was immer das ist, gebildet, dann steige ich halt ein. Vielleicht zahle ich ein bisschen mehr, als beim IPO mag sein. Aber ich erspare mir einige markante Enttäuschungen. Und dieses preissensitive Buy-Side ist ein bisschen politisch neutral formuliert. Eigentlich, was ich damit meine, ist, dass viele Investoren schlicht bei IPOs nicht mehr mitmachen. Und das ist einfach etwas, was schade ist. Man muss es einfach nur wissen. Und dann wird halt viel kurz vor Schluss immer nochmal angepasst. Wir haben ja Börsengänge gesehen oder Versuche, die dann auch nochmal die Preisspannen runtergenommen haben und dann doch gescheitert sind und ähnliches. So, und dann letztlich das Thema Investmentbanken, es gibt ja viele handelnde Personen. Es gibt ja nicht die Investmentbank, die beim IPO unterwegs ist, sondern wir als Emittenten sehen normalerweise die Investmentbanker, IBD, die Banker, und dann ECM, Equity Capital Markets. Die Leute, die wirklich draußen das Vermarkten machen, sprich die Analysten und die Salesforce oder Sales Specialist und wie sie alle heißen,
Die sehen wir normalerweise in dem Prozess ja sehr, sehr wenig. Wir sehen sie in dem Analystenmeeting, was ich angesprochen hatte. Und dann gibt es so ein paar Mechanismen, dass man irgendwann nochmal so über die Schulter gucken kann, wo die Anwälte dann schon wieder Pusteln kriegen, ja, ob das alles so koscher ist. Also diesmal die Anwälte der Banken natürlich, nicht unsere Anwälte. Aber normalerweise die wirklich zum Investor gehen, sprich die Sell-Side, also die Analysten und deren Verkauf- oder Vertriebsheere, mit denen haben wir eigentlich normalerweise im normalen klassischen Lehrbuchprozess sehr, sehr wenig zu tun. Also wenn ich es wirklich runterdampfen will, dann kommen die mal 2 Tage zu Ihnen ins Unternehmen, saugen sich voll und gehen dann wieder und schreiben ihren Report und gehen dann zum Investor. Ganz so ist es natürlich nicht. Die haben natürlich auch Fragen und rufen an, das ist klar. Aber als normaler Emittent hat man die vielleicht vorher noch nicht mal gekannt. Ein normaler Emittent, sage ich jetzt mal, ohne eine IR-Kapazität, fährt ein bisschen blind, weil der hat vorher noch nicht mal die Analysten gekannt. Er verlässt sich wirklich auf die Investmentbanker, die sagen, sagen wir mal Automobilzulieferer, vertrau mir, ja, unser Analyst ist gerankt, ist in Top 3, das ist immer typischerweise, was Ihnen erzählt wird, Top 3, der kann das, der weiß, worum es geht, super. Also ich habe erlebt, unser Prozess, werde ich gleich zeigen, dauerte so ein bisschen 2 Jahre. Von den 8 Analysten sind auf dem Prozess, auf dem Weg 3 verschwunden, ja, haben sich verbessert, 2 sind Head of IR geworden. einer macht jetzt M&A. Aber das ist eines der großen Probleme, dass die eigentlich den Erfolg, ich sag mal, integriert irgendwie garantieren sollten, gar nicht so viel miteinander zu tun haben. Sie haben immer diese Vermittler, Makler dazwischen, die Banker. Ich habe nichts gegen die, ganz im Gegenteil, viele nette Kerle dabei. Aber man muss einfach die Prozesskette und auch die Wertschöpfungskette verstehen. So, das war unsere These. Und was wir jetzt machen wollen, ist Ihnen 2 Case Studies vorführen. Jetzt schauen wir mal, ob der Kollege sich schon nähert. Nee, noch nicht. Dann wird die Talangs Case Study etwas länger. Also wir reklamieren die Vokabel Eisbrecher, obwohl sie disputed wird. Wir hatten gerade schon... 470 Millionen. Du tust mir einen aus, ich gebe Herrn Kirchhoff einen aus. Okay, also, checken wir noch. Wie auch immer, wir reklamieren für uns, dass wir den Markt wieder aufgemacht haben. Und jetzt wollte ich euch, Ihnen und euch erzählen, wie wir es gemacht haben. Das ist mein Chef und links ist der renitente CFO, den ich eben erwähnt hatte. Das war am 2. Oktober letzten Jahres, einen Tag vor dem Tag der Deutschen Einheit. Da hatten wir es endlich geschafft. Ich fange die Story also hinten an. Und im Vorfeld, das hatte ich eben schon erwähnt, gab es aus Hannover, wo der Hauptsitz unseres Unternehmens ist, im September letzten Jahres, ja, ein schönes Wort, eine gewisse Kakophonie, also eine Misskommunikation. Ich habe das mal in der Überschrift etwas geschickter, flexible Kommunikation genannt. Wir hatten also am 3. September unseren ITF, unseren Börsenplan Announcement Day und haben den dann am 12. abgesagt im Börsengang. Ich komme auf die Chronologie der Ereignisse gleich nochmal zurück. Und ihr braucht jetzt nicht den Text im Detail lesen. Und dann haben wir am 20. ist das, glaube ich, habe die Lesebrille nicht auf, genau. Am 20. haben wir dann den Börsengang wieder fortgesetzt. Also eins lassen wir uns nicht nehmen, über den Eisbrecher können wir reden. Aber wir haben einige Rekorde aufgestellt, die es eigentlich wert sind, ins Guinness-Buch eingetragen zu werden. Ich sagte eben schon mal, wir sind wahrscheinlich der am besten vorbereitete IPO seit Gründung der Bundesrepublik Deutschland, weil uns Journalisten vorgerechnet haben, gefühlt seit 15 Jahren, andere sagen 17 Jahre, reden wir vom Börsengang und da ist was dran. Wie auch immer. Dann haben wir nach dem ITF innerhalb von 9 Tagen den Börsengang abgesagt. Das soll es auch schon mal gegeben haben, aber auch das ist schon durchaus rekordverdächtig. Aber das Letzte hat uns bisher noch keiner genommen. Einen abgesagten Börsengang innerhalb von 8 Tagen wieder anzusagen und ihn zu Ende zu führen, das ist Champions League. Wie kam es dazu? Wie kam es dazu? Jetzt kommt eine schöne Chronologie. Das ist noch nicht das Jahr 2012, sondern das ist das Jahr 2011. Also wenn man nochmal zurückgeht, wenn ihr erinnert, die erste Folie, klassisches Lehrbuch, das ist die Vorbereitungsphase. Ganz wichtig natürlich, im Oktober 2010 bin ich zur Talangs gekommen. Januar, nein, das war jetzt Quatsch. Das stimmt aber Quatsch.
Im Januar hatten wir eine Vorstandssitzung, wo wirklich beschlossen wurde, jetzt meinen wir es ernst. Also nach diesen 15, jetzt meinen wir es, jetzt machen wir das. Es wurde aber in der gleichen Sitzung beschlossen, aber nicht 2011, das war durchaus ein Szenario, wir prügeln das jetzt durch, ich spitze es ein bisschen zu, damit es klar wird, sondern wir lassen uns Zeit, wir machen das in aller Ruhe, seriös und so weiter. Wie sich später zeigte, war das genau die richtige Entscheidung, man muss auch mal Glück haben im Leben. Und wir haben dann in aller Ruhe erstmal versucht, uns intern zu sortieren. Ich habe gleich noch ein Slide zur Talangs, aber ich will keine Unternehmensstory machen. Wir sind ein sehr schnell gewachsenes Unternehmen mit sehr vielen heterogenen Teilen, die auch erstmal zusammenwachsen müssen. Also wir haben das Jahr 2011 wirklich mal auch benutzt für diese Herstellung der Börsenreife. Und damit meine ich nicht die technische Börsenreife, also nicht Fast Close im Sinne von Konsolidierung und so weiter, sondern wirklich mental, dass man das Unternehmen zusammenführt und auch wirklich hinter einem Namen Talangs, der ein künstlicher Name ist für die Holding, zu versammeln und zu sagen, ja, wir sind eine Familie, wir wollen jetzt zusammen an die Börse. Wir haben im Frühjahr unseren IPO-Berater mandatiert. Ich lasse jetzt mal die Namen weg. Es gibt viele gute Berater, auch später bei den Banken gibt es viele gute. Es gibt auch in allen Klassen schwächere. Gilt auch für Anwälte und PR-Berater und so weiter. Ich möchte keinen auslassen. Wir haben dann wirklich so Dinge gemacht, wie ein Unternehmensberater machen würde. Wir haben alle Vorstände mehrfach besucht. Da ist er. Entspann dich, du hast noch viel Zeit. Okay, sehr gut. Hier, du sollst dich verkabeln, das ist für die Videoübertragung. Wir haben dann also wirklich alle Vorstände besucht, haben die gefragt, wie sehen Sie Ihre Division? Die Aussagen waren sehr klar. Wie sehen Sie die Talangs-Gruppe? Die Aussagen waren, wo sehen Sie uns in 5 Jahren und so weiter. Und haben dann mit diesem ganzen Rohmaterial uns mal 2, 3 Tage eingeschlossen, haben versucht, diesen Vorläufer der Equity-Story, den ich eben erwähnte, mal zu draften, sind dann wieder zurück, haben die Teile verprobt, wie das jeder von uns im Raum wahrscheinlich machen würde. Wir haben dann parallel den Datenraum gestartet, haben intern schöne Projektorganisationen, hat zum Glück ein Kollege von mir gemacht, ich bin in solchen fieseligen Dingen nicht ganz so gut, mit den ganzen Workstreams, tolles Projekt. Dann fiel die Börse, ich habe Ihnen also den DAX hier mal als Proxy aufgezeichnet. Da haben wir uns dann entspannt, haben gesagt, na, wir machen es ja wunderbar, wir haben noch mehr Zeit. Und entscheidend war eine Vorstandsklausur im September. Jetzt kann ich ja doch mal einen Namen nennen, wir sind halt ein Hannoveraner Unternehmen. Sowas macht man dann bei uns an der Ostsee. Da gibt es schöne weiße Hotels, die jüngst den Besitzer gewechselt haben. Da haben wir dann eine 2-tägige Klausur gemacht, haben wirklich die Equity-Story von A bis Z durchgehechelt und haben durchexerziert, haben dort vor Ort nochmal Änderungen gemacht. Und dann kam, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt. Dann hat mein CEO jedem einzelnen Vorstand in die Augen geguckt und hat gesagt, ist das auch deine Story? Unterschreibst du oder sie? Unterschreiben sie die auch? Jeder Einzelne. Und hat, also wer was sagen will, sagt es jetzt oder schweigt für immer, so ungefähr. Es war sehr dramatisch, aber das war psychologisch wahnsinnig wichtig. Wir haben also wirklich ein Dokument gehabt, PowerPoint, Querformat, was, wenn Sie so wollen, jeder mit seinem Blut unterschrieben hat. Und das war ein entscheidender Punkt. Von dem Moment an gab es zum ersten Mal sowas wie Talangs Story, Talangs DNA, Talangs Philosophie. Und dann haben wir im Winter 2011, wo wirklich tote Hose war am Kapitalmarkt, Sie sehen den Kurssturz, haben wir in der Adventszeit alles, was Rang und Namen hat, nach Hannover eingeladen und haben sie Schlange stehen lassen und haben die Auswahl einer sogenannten Prozessbank gemacht. Das muss man jetzt nicht aufschreiben. Das ist letztlich nur ein Trick, um Zeit zu gewinnen. Kein Mensch braucht eine Prozessbank. Wir haben dann eine hiesige Bank genommen, die uns ins Jahr 2012 begleitet hat. Dann haben wir den ganzen Kram nochmal gemacht mit der Story. Inzwischen waren die Anwälte auch an Bord. Und die Folie wird jetzt immer besser, die kommt jetzt in Schüben. Ja. Der DAX geht weiter. Ich habe hier jetzt nochmal als weitere Alternative oder als Proxy die Allianz aufgeschrieben, weil die uns immer vorgehalten wurde als unser nächster Peer. Was passierte jetzt im Frühjahr? Wunderbar, Börsen gingen hoch, alles war vom Feinsten. Und jetzt sind wir im Frühjahr 2012. Sie erinnern sich an die IPO-Karpfen von Herrn Becker eben, die ich Ihnen gezeigt hatte. Die Kollegen von Evonik waren mit Tamtam auf der Straße, werden wir gleich noch hören. Jetzt haben wir ausnahmsweise mal den Sturzhelm auf, wie man sagt, und runter in die Ackerfurche. Wir haben nicht kommuniziert. Mein Kollege Pressesprecher sagte immer auf Anfragen, wer nichts ansagt, braucht nichts absagen. Weil die Zeit wurde etwas bleihaltig. Sie erinnern sich, Griechenland-Krise war hier auf dem Höhepunkt. Und leider Gottes, wir sind alle nicht zu Potte gekommen.
Ich benutze den Begriff nochmal von dem Artikel eben. Wir waren alle fertig, wir hatten die Wertpapierprospekte fertig, auch die Kollegen, die ich eben erwähnt hatte, bei Osram und bei Rheinmetall. Und es passierte halt letztlich dann nichts. Unser Case war, dass wir einfach stillschweigend abgebrochen haben. Wir waren halt noch nicht draußen mit Vorankündigungen in der Phase, sind sehr frustriert in der Zeit in Urlaub gefahren. Und mein Chef hatte die Losung ausgegeben, ich will, dass wir jetzt jedes Quartal fertig sind. Das ist vielleicht eine der wichtigen Regeln schon mal vorweg. Flexibilität, dass man immer wieder die Vorbereitung vorantreibt. Und das ist leichter gesagt als getan, weil am 1. August sich die, ich glaube, über die europäische Wertpapierrichtlinie haben sich die Prospektrichtlinien geändert. Wir durften unseren ganzen Prospekt wieder umschreiben. Also nicht nur updaten mit dem nächsten Quartal, sondern umschreiben. Zum Glück haben das die Anwälte gemacht. Aber wir kamen aus dem Urlaub wieder und haben im Sommer die ganzen Vorbereitungen vorangetrieben. Und siehe da, die Märkte gingen hoch. Was war passiert? Wie heißt der EZB-Chef? Draghi, ne? Draghi. Draghi hat gesagt, wer meinem Euro zu nahe tritt, der wird bluten. Ja? Keiner wird den Euro in die Knie zwingen. Die Börsen gingen hoch. Gleichzeitig war aber die deutsche Presse einig und auch die Fachwelt, das Jahr 2012, der Jahrgang 2012 für IPOs in Deutschland ist gelaufen. Da passiert nichts mehr. Und dann kam am 3.9. zur Überraschung aller, da ist nichts geleakt, da kam kein Journalist vorher, kam unser ITF. Wir hatten so diesen Cartoon der Gallier, die aus dem niedersächsischen Unterholz nach Frankfurt stürmen. Ja. Also da haben die zum ersten Mal, glaube ich, hat der Kapitalmarkt gesagt, wow, Talangs, was wissen die, was wir nicht wissen? Ja. Schauen wir mal. Jetzt, wir gehen zurück zu den ersten Folien. Die Analysten schwärmten aus, die wir natürlich, mein Kollege Carsten Werle in der letzten Reihe und ich, wir sind das ganze IR-Team, die wir natürlich die ganze Zeit über immer upgedatet gehalten haben. Die waren fertig und konnten marschieren. Und jetzt kommt Bewertung, jetzt kommt der entscheidende Punkt, warum es dann hinterher alles in die Brüche ging. Ich will Ihnen jetzt nicht zu groß, wie soll ich sagen, die Zahlen um die Ohren werfen, aber Sie sehen, hier haben wir irgendwann mal abgebrochen und da hatten wir Bewertungen bekommen von den Leadbanken natürlich. Wir hatten drei Führungsbanken, Klammer auf, ein weiteres Problem, Klammer zu. Bestimmte Bewertungen. Am 3.9. haben wir Bewertungen bekommen, die unserem Vorstand nicht so ganz geschmeckt haben. Wir haben gesagt, ah, Mann, da haben wir uns eigentlich ein bisschen mehr davon erhofft. Aber na gut, wir verstehen schon, man muss ein paar Chips auf dem Tisch lassen. Die Buy-Side muss auch eine attraktive Bewertung vorfinden, damit es weitergeht. Also okay, wir haben am 3.9. eine Bewertung X bekommen. Und wieder, mein CEO hat jede Führungsbank einzeln in die Augen geguckt, gefragt, wie schaut es aus? Wörtliche Zitate, die eine hat gesagt, mit 95%iger Sicherheit, kein Problem, machen wir. Die andere hat gesagt, oh, we have done totally other things. This is more than certain. Don't worry. We can do that. Und die dritte hat gesagt, na, wenn die zwei das machen, dann schaffen wir das auch. Die Analysten schwärmten aus und 10 Tage später oder 9 oder 10 Tage später, und in diesen 9 oder 10 Tagen sind dramatische Dinge passiert. Sie sehen, wie die Kurse sich entwickelt haben. Der DAX ging 5% hoch. Allianz ging 5% hoch und der DAX ging 8% hoch. Was ist passiert? Es kam das Karlsruher Urteil über die Verfassungsmäßigkeit der Eurohilfe. Die EZB hat die Schleusen geöffnet, die FED hat die Schleusen geöffnet, die Börsen waren am Jubeln und die Investmentbanken kamen wieder nach Hannover. Und wir haben gesagt, jetzt ist Weihnachten. Die erste Bewertung hat uns nicht so gefallen, aber jetzt kriegen wir ja noch einen Schlag drauf. Und dann wollen wir noch mal schauen, wie der Börsengang läuft. Wir waren richtig happy. Das war so ziemlich die schlimmste berufliche Erfahrung, die ich in meinem kurzen Leben bisher gemacht habe. Wir haben nämlich einen Riesenfehler von unserer Seite gemacht. Wir haben einen riesen Tohuwabohu zusammengeholt. Vorstand, Aufsichtsrat, Arbeitsgruppe, sämtliche Banken und so weiter. Eine riesige Halle. Und dann kamen die Investmentbanker rein, sehr zerknirscht, das konnte man schon in der Körperhaltung sehen, und haben uns berichtet, wir sind weder, ich weiß nicht, wie der Laser funktioniert, mal gucken. Es wird jetzt dramatisch. Also wir sind weder, sage ich mal, hier, wir sind hier. Ja? Wir haben die Buy-Side irgendwie missinterpretiert. Wir haben auch die Märkte vielleicht nicht ganz so richtig eingeschätzt. Es war halt so lange schon kein IPO mehr und die Buy-Side ist so hartleibig und die wollen einfach nicht und tut uns leid. Wir können uns weder hier verkaufen noch da, sondern nur auf einem Niveau hier. Und dann haben wir gesagt, halt, stopp, Moment mal, worüber reden wir hier eigentlich? Wenn das so stimmt, können wir daraus nur zwei Schlüsse ziehen. Entweder ihr versteht euer Geschäft nicht, und darum nenne ich die Namen der Banken nicht, kann man nachlesen. Das kann es ja wohl nicht sein.
Ist so das Feinste, was die Wall Street hervorzubringen hat. Oder ihr habt uns hier unten vielleicht am 3.9. nicht ganz die Wahrheit erzählt, als wir euch gefragt haben. Und das wollen wir auch mal nicht unterstellen. Es war eine ganz bescheidene Situation. Die Sitzung dauerte 7 oder 8 Stunden, wurde mehrfach unterbrochen, in Einzelgruppen getagt. Und letztlich, was jeder von uns machen würde, wenn er sein Auto nicht verkauft kriegt, man wäscht es halt nochmal, legt neue Fußmatten rein oder sowas. Also wir haben gefragt, was können wir tun? Ja? Können wir was an der Equity-Story drehen? Sollen wir mehr Dividende versprechen? Sollen wir das Volumen runternehmen? Und ich breche jetzt da mal ab, es kam letztlich kein konstruktiver, guter Vorschlag, obwohl wir glaubten, mehrere goldene Brücken gebaut zu haben. Und es kam eigentlich lapidar nur, ja, habt ihr halt Pech gehabt, jetzt geht er halt zu dem Kurs oder zu dem Preis. Es geht um die Zeichnungsspanne, geht er mit der Zeichnungsspanne raus. Das war für die Banken völlig klar, dass wir jetzt die Presseerklärung machen würden. Die Pressekonferenz war am nächsten Morgen in Frankfurt aufgesetzt. Und da hat man halt dann doch die sturen Niedersachsen unterschätzt. Und mein Chef ist noch Schwabe obendrauf. Und dann haben wir um 17.15 Uhr, glaube ich, war es, beschlossen, wir brechen den Börsengang ab und haben in 30 Minuten eine Presseerklärung zusammengehauen. Das war der eine Ausriss eben, wo wir auch wirklich, muss ich gestehen, mit Schlamm auf die Banken geschmissen haben, was man normalerweise nicht tun sollte. Komme ich aber später nochmal zu, hat nicht geschadet. Und haben den Börsengang abgesagt, spätestens da. Oder da haben natürlich dann viele im Kapitalmarkt gesagt, ja, also jetzt sind sie völlig durchgeknallt da in Hannover. Erster Börsengang war schon mutig, aber naja. Aber jetzt nach den gestiegenen Kursen, ihn abzusagen, versteht keiner. Mein Chef wurde vom Handelsblatt zum Pinocchio des Tages erklärt. Wir hatten einige Glossen wegzustecken und ich kann sagen, das war nicht lustig. Also das war schon sehr bescheiden. Und jetzt passierte was Interessantes. Nachdem wir 24 Stunden so unsere Wunden geleckt haben, kamen eine ganze Menge Anrufe und Kontakte, direkter Art und indirekter Art, von der Buy-Side, die gesagt hat, hey, was ist denn los? Where's the problem? Ihr habt uns oft genug gesehen, ich habe das nicht erwähnt, wir haben vorher Pilot-Fishing gemacht ohne Ende und das hören wir gleich von Evonik noch ein bisschen mehr. Wir haben natürlich frühe Runden gedreht und so weiter. Wir sind fertig, die Analysen sind fertig, eure Arbeit ist fertig mit dem Wertpapierprospekt. Was ist das Problem? Und dann haben wir mal ein bisschen bilateral gesprochen, ohne die Banken. Haben mal verglichen, was so an Botschaften rausging und was bei uns angekommen ist. Und da waren doch durchaus einige Brüche. Ich möchte jetzt nicht weitergehen. Es haben sich Banken, die nicht in der Führungsgruppe sind, waren, gemeldet und haben gesagt, also wir glauben, wir können das alleine stemmen, wollen wir nicht mal reden. Es ist also eine ganze Menge passiert innerhalb von 2, 3 Tagen, wo wir gesagt haben, hey, also wir waren wirklich mental auf dem Trip, das war's. Das war's für die nächsten 2 Jahre. Nur damit wir uns richtig verstehen, weil unser Name war schon vorne so ramponiert, durch diese 15 Jahre. Wir waren klar, diesen PR-Schaden werden wir nie wieder reparieren können auf absehbare Zeit. In den nächsten 2 Jahren passiert nichts. Aber da kamen so viele positive Botschaften und Gesprächsangebote und ja, ich muss schon sagen, Energie in unsere Richtung, dass wir gesagt haben, lass uns nochmal sprechen. Und jetzt will ich es im Interesse der Zeit, weil der Tim da ist und durchgepustet hat, ein bisschen beschleunigen. Wir haben dann mehrere Dinge gemacht. Wir haben, wie gesagt, mit großen Investoren direkt gesprochen. Wir haben die Führungsgruppe etwas umstrukturiert, was viel Krach und Lärm und Nebel verursacht hat. Ich muss letztlich sagen, ich will es auch nicht zu flapsig machen, wir haben vielleicht Dinge machen können, die ein anderer Emittent nicht machen kann. Weil unsere Eigentümerstruktur ist die deutsche Wirtschaft. Wir gehören letztlich der deutschen Wirtschaft aus alter Zeit, als Versicherungsverein Versicherungsverein auf gegenseitige, VAG, Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit. Wir haben also Aufsichtsräte, die durchaus in Aufsichtsräten von Großbanken sitzen. Das war natürlich hilfreich. Das muss ich fairerweise sagen. Da sind vielleicht Dinge passiert, die sich nicht jeder Emittent erlauben kann. Aber wir haben einfach die Terms des Deals geändert. Wir haben Volumen ein bisschen runtergenommen. Wir haben letztlich gesagt, wir verkaufen nicht zu dem Niveau. Vielleicht auch nicht zu dem, aber wir haben uns dann irgendwo hier eingependelt, sage ich mal. Und sind halt 9 Tage später oder 8 Tage später zur Überraschung aller mit einer Presseerklärung rausgekommen. Wir haben so ein schönes Bild gefunden von der Nordschleife im Nürburgring, die lange nicht befahren worden war mit den tiefen Löchern. Da mussten wir nochmal in die Boxengasse kurz nochmal die Federung nachstellen, neue Reifen aufziehen. Und jetzt starten wir nochmal durch. Die Story war so blöd, die hat kein Journalist gekauft. Aber anyway, wir haben dann am Donnerstagnachmittag spät eine Telefonkonferenz gemacht mit der Journalie. Die war so spät, dass die Redaktionsschlüsse, Abschlüsse,
schon mehr oder weniger durch waren und man konnte uns am Freitag jetzt nicht nochmal durch den Kakao ziehen. Da sind wir am Freitagmorgen mit dem Sprinter aus Hannover hier nach Frankfurt gefahren, haben die vier Großen besucht und haben am Freitagnachmittag gesagt, die Emission ist verkauft. Das war natürlich der Trick vorher. Also wir haben in den 8-9 Tagen bis zum Neustart, da haben wir natürlich viele Gespräche geführt, die uns sehr, sehr haben glauben lassen, dass wir die Emission diesmal erfolgreich werden platzieren können. Ohne das hätten wir es nicht machen können. Wir waren uns alle einig, vom CEO über IR-Leiter, wenn das nochmal schief geht, gehen wir gemeinsam raus, ja, Neustart. Das war klar, das haben wir uns in die Hand geschworen. Und dann passierte was nach dem Freitag. Waren die Investmentbanken, denn nicht alle waren an diesem Erfolg natürlich beteiligt, diesem 24-Stunden-Platzierungserfolg, schon verunsichert. Leute, die uns schlecht nachgeredet haben, haben zumindest mal für den Moment die Luft angehalten und die Zeitung auch. Sie waren völlig irritiert, was da abläuft. Und dann haben wir ein paar Spielregeln geändert. Ich habe eben gezeigt, 2 Wochen Roadshow. Wir haben das auf 1 Woche gekürzt und wir haben das ohne die Banken gemacht. Also die Banken durften noch die Termine machen, aber wir haben sie immer vor der Tür warten lassen. Was dann dazu führte, dass die Buy-Side und wir eine sehr, sehr gute Atmosphäre hatten in den Meetings. Weil wir kriegten schon eine ganze Reihe von Schulterklopfern für die eine Presseerklärung. Nach dem Motto, endlich hat mal einer den Mut gehabt und hat den Banken gesagt, dass das Geschäftsmodell so nicht mehr weitergeht. Und das meine ich jetzt gar nicht bösartig. Dieses Geschäftsmodell, dass die Buy-Side immer in einer sehr, sehr frühen Phase gefragt wird, was ist eure Preisindikation? Denn das ist das Spiel dieser PDIE. Was ist eure Preisindikation? Und das müssen die sollen die abgeben, ohne den Wertpapierprospekt je gesehen zu haben. Der kommt ja erst später. Und mir haben gestandene Portfolio-Manager gesagt, das ist immer der Killer, weil von der Zahl kommen wir nie wieder runter. Wir kommen immer nur noch hoch. Und da haben sie uns halt schon ein paar Mal jetzt in den letzten Monaten, ich will nicht sagen reingelegt, aber schlecht behandelt. Ja? Stichworte Facebook und Glencore. Und dann heißt es halt, die müssen wir kaufen, da kommen wir nicht drüber rum, die sind groß genug. Ihr, Talanx, nehmt es nicht persönlich oder Wolfram, nehmt du es nicht persönlich. Ihr seid ein kleiner niedersächsischer Versicherer, den braucht kein Mensch. Also auf Deutsch, ihr müsst schon so attraktiv und günstig an die Börse gehen. Macht doch eine tolle Bookbuilding, zieht uns hoch im Buch oder macht ein bisschen weniger und schaut, wie die Aktie läuft. Und dann ist doch beiden Seiten geholfen. Dann haben wir eine gesichtswahrende Win-Win-Situation. Und ich habe mir nur gesagt, wenn mir das einer mal am Anfang erklärt hätte, hätte ich mir 1,5 Jahre Vorbereitung sparen können. Gut, erster Handelstag, 2. Oktober. Von da an ging es bergauf. Also bis heute hat die Börse uns mit ungefähr 40% Kursaufschlag gutiert. Wir haben ein strukturelles Problem in der Talanx und ich zeige Ihnen mal ganz kurz, wo es darauf hinauslief. Das waren unsere 20 Investoren am ersten Tag. Das deshalb, weil uns unterstellt wurde, wir machen sozusagen einen German Club Deal. Die deutschen Banken untereinander pumpen das in die Asset Management Fonds und in die Private Wealth Vermögensverwaltungsfonds. Das ist schlicht nicht der Fall, wie Sie an dieser Grafik sehen können. Wir haben ein strukturelles Problem, das ist unser Free Float. Der ist nur 11%. Wir haben 2 Ankeraktionäre, das ist eine japanische Lebensversicherung, mit der wir viele Dinge zusammen machen. Und das ist die Keimzelle, wo alles herkommt. Der Haftpflichtverband, der Deutsche Industrieversicherungsverein auf Gegenseitigkeit. Die gute Botschaft ist, im Börsenprospekt steht, dass dieser Verein sich zurückfallen lässt auf 50,01% über die Jahre. Vielleicht Jahrzehnte, schauen wir mal. Es wird getriggert durch den Kapitalbedarf der Talanx-Gruppe. Den Kurs habe ich eben schon angesprochen, bis heute 40%. Er hat richtig Schub bekommen und das war dann nun wirklich Glück und kein Können. Am 12.12.12 sind wir in MDAX gekommen, ohne eigenes Verschulden, hätte ich fast gesagt. Sie erinnern sich vielleicht, die Kette Douglas wurde ja rausgenommen im Fast Exit durch Übernahme. Und wir waren in dem Moment der Einzige, der zur Verfügung stand zum Fast Entry. Und jetzt müssen wir nur verdammt aufpassen. Darüber werden ja auch viele Artikel geschrieben. Am Mittwoch dieser Woche ist MDAX Neubesetzung, da sind wir nicht gefährdet. Aber im September müssen wir schon ein bisschen aufpassen, wenn hoffentlich noch ein paar Börsengänge kommen jetzt in den nächsten Wochen. Ich drücke ja die Daumen, dass wir auch drin bleiben. Aber ich habe ja schon mal angesprochen, notfalls müssen wir halt hier was dran machen. Das sind unsere Analysten, ist jetzt nicht so wichtig. Ein Bild zur Gruppe für den, der im Raum ist, der uns vielleicht noch nicht kennt. Integrierte Versicherungsgruppe, wir haben Erstversicherung, wir haben Rückversicherung. Die Rückversicherung ist selber an der Börse, die Hannover Rück mit 50% Free Float, die anderen 50% gehören uns.
einer der Unterscheidungsmerkmale ist, dass wir uns als B2B-Versicherer verstehen. Also Sie sehen wenig HDI-Filialen. HDI ist unser Retail-Brand in Deutschland. Im Stadtbild, vielleicht gegenüber der Frankfurter Börse, da ist eine unserer schönsten Filialen. Wir haben wenig Agenten, wir eine Allianz. Wir sind sehr stark unterwegs im Verkauf über Banken. Im Belegschaftsgeschäft, also die Siemens, Bayer, BASF-Mitarbeiter können unsere Versicherung auf dem Werksgelände kaufen. Warum? Weil wir der größte Industrieversicherer Deutschlands sind. 27 von 30 DAX-Unternehmen sind bei uns versichert. Vor allen Dingen also im Lead. Wir haben natürlich alle Versicherungssyndikate, wie auch die Banken das haben. Aber da will ich jetzt nicht näher drauf eingehen, nur damit Sie wissen, was wir tun. Zusammenfassung von der Case Study 1 und dann kommt die Case Study 2. Erste Bullet, disputed, klären wir noch. Wir glauben, dass wir also den Börsengang letztlich doch erfolgreich hingekriegt haben. Wir haben vielleicht 200 Millionen weniger gemacht, als wir hätten machen wollen. Wir wollten 1 Milliarde machen, wir haben dann 800 Millionen letztlich gemacht. Davon 300 Millionen eine Wandelanleihe unseres strategischen japanischen Partners. Und wir denken, ja, die Preisfestsetzung war schon fair. Sie haben vielleicht eben den Kurs gesehen, 18,30 war unser Emissionskurs und der war, wie gesagt, höher als in den wilden Septembertagen, was uns da angeboten worden war. Und Aufnahme in den DAX habe ich erwähnt. Jetzt habe ich etwas länger gesprochen, Tim, weil ich nicht genau wusste, wann du kommst, aber the floor is yours. Ja, vielen Dank. Danke, Wolfram, fürs Überbrücken der Zeit. Und wir haben bis 17:30 Uhr, ist das richtig? Oder? Ja. Ja, sehr gut. Das kriegen wir hin, genau. Ja, dafür hat man auch noch Zeit. Ja, zweite Case Study, Evonik, relativ frisch. Wir sind sogar noch in der 40-Tage-Phase, wo ich alle meine Folien mit den Anwälten abstimmen muss. Es hat gerade noch so geklappt am Wochenende, von daher darf ich alles zeigen. Was ich sage, bleibt dann mir überlassen. Das war unsere Anzeige zum Börsengang. Ein kreativer Industriekonzern, wenn man es nicht lesen kann unten. Also goes public in a creative way. Ja, habe ich. Ja. Das ist der erste Handelstag mit unserem CEO, der sichtlich Spaß hat, die Glocke zu klingeln am Börsenparkett am 25.04. Letztendlich einer der größten deutschen Börsengänge, der größte seit 12 Jahren, seit Infineon. Das ist dann die zweite Anzeige, die wir dann auch geschaltet haben, etwas ironischer. Es werden also auch Projekte in Deutschland in Ruhe zu Ende gebracht. Unten die Bilder sind der Flughafen in Berlin, Stuttgart 21 und die Elbphilharmonie. Von daher ist das auch schon natürlich ein bisschen Selbstkritik ist schon da auch mit dabei. Angesichts der Zeit gehe ich hier ein bisschen kürzer drüber. Das nur zur Historie, wer wir sind, gegründet aus der Degussa ursprünglich mit einer Vielzahl von kleineren Übernahmen, Akquisitionen, dann letztendlich die Gründung Evonik als Merger, als Übernahme RAG und Degussa. Mittlerweile die Evonik, reines Spezialchemieunternehmen. Zu der Zeit waren wir noch Energie und Immobilien. Aus den beiden Geschäftsfeldern sind wir mittlerweile ausgestiegen oder sind auf dem Weg auszusteigen. Die Gesellschaftsstruktur vor dem Börsengang war 75% die RAG-Stiftung. Das sagt Ihnen wahrscheinlich noch was, dass die RAG-Stiftung muss die Ewigkeitslasten der deutschen Steinkohle finanzieren. Und das ist letztendlich auch der Grund, warum Evonik an die Börse muss, um eben für die RAG-Stiftung ein diversifiziertes Portfolio zu schaffen, damit sie dann eben ab 2018, 2019 auch diese Ewigkeitslasten finanzieren kann. Der zweite Partner, der in 2008 reingekommen ist, CVC Capital Partners, Private Equity Unternehmen, die 25% gehalten haben zu dem Punkt. Auch das überspringe ich, das zeigt nur nochmal den Weg der Vorbereitung der Börsennotierung, letztendlich die Aufstellung als Spezialchemieunternehmen mit dem Ausstieg aus Energie- und Wohnimmobilien. Erst das hat Evonik tatsächlich dann auch kapitalmarktfähig gemacht, war eine Phase von 1 bis 2 Jahren, um die Equity-Story so aufzustellen, wie sie jetzt ist, mit einem auf Spezialchemie fokussierten Unternehmen. Dann auch hier, wie bei dir, Wolfram, nochmal ein Kursbildchen. Letztendlich muss man sagen, wir hätten es eigentlich nicht schlechter treffen können zu den jeweiligen Zeitpunkten, als wir uns entschieden haben, jeweils wieder an die Börse zu gehen. Zum Teil sind wir dann auch schon als Kontraindikator benutzt worden. Also jedes Mal, wenn es wieder hieß, Evonik will wieder an die Börse, war das eigentlich ein sicheres Zeichen dafür, wieder Aktien zu verkaufen. Sie sehen das hier, 2011 haben wir uns hier im März, April 2011 entschieden, an die Börse zu gehen. Die Vorbereitungen liefen natürlich eigentlich schon ein ganzes Stück weit vorne. Auch die Entscheidungsprozesse vorher
zwischen unseren Altaktionären und hatten dann, und da komme ich gleich nochmal im Detail drauf, natürlich eine relativ lange Phase von 5 Monaten, in denen wir letztendlich versucht haben, an die Börse zu gehen, die dann gerade hier natürlich mit der Euro-Krise von extremer Unsicherheit im Markt geprägt waren. DAX um 42% zurückgegangen, deshalb haben wir hier dann zunächst mal wieder die IPO-Vorbereitung unterbrochen. Dann gab es dementsprechend eine etwas positivere Entwicklung wieder bis Anfang 2012. Und auf dem Niveau haben wir gedacht, ja, jetzt können wir es eigentlich mal wieder probieren. Vielleicht waren wir auch intern ein bisschen langsam hier in der Entscheidungsfindung, auch mit den Aktionären, wo es sicherlich nochmal etwas eine politische Komponente auch gibt. Und ja, gleiches Bild wieder, auch in der Phase vom Hoch zum Tief quasi. Wir waren zu dem Zeitpunkt schon ein bisschen schneller, hätten aber immer noch oder haben immer noch 4 Monate gebraucht, was natürlich wieder eine relativ lange Zeit ist, in der, wie man sehen kann, eine Menge passieren kann, in der auch der DAX wieder um 11% im Tiefpunkt sogar noch mehr zurückgegangen ist, sodass wir auch hier wieder gesagt haben, wir müssen an dem Punkt im Juni 2012 den IPO-Versuch wiederum absagen. Letztendlich, wo waren wir? Und das sind die drei Phasen, Vorbereitung, Pre-Marketing und letztendlich Vermarktung. Wir standen im Prinzip hier wenige Tage eigentlich vor dem tatsächlichen Listing, wo wir dann am 18.06. den Börsengang abgesagt haben. In dieser Phase, und ich glaube, das ist jetzt auch ein entscheidender Punkt, der diesen klassischen IPO-Prozess kennzeichnet, hat man halt eine sehr lange Phase der Unsicherheit, wo man auch so ein bisschen tatsächlich die Kontrolle über den Prozess verliert. Sie haben mit 2 Wochen, wo es einen intensiven Dialog gibt zwischen Salesforce, Equity Research und Investoren, wo eben genau diese unverbindlichen Indikationen zu Preis und Menge stattfinden. Und dann nachher nochmal, bis dahin sind wir dann gar nicht mehr gekommen, die Vermarktungsphase mit 2 Wochen Roadshows, Bookbuilding und so weiter. In dieser Phase sind sie halt 4 Wochen komplett dem Marktrisiko ausgesetzt. Und ja, wir hatten als Unternehmen tatsächlich auch so ein bisschen das Gefühl, hier die Kontrolle zu verlieren und nicht mehr richtig zu wissen, was denkt der Markt, wie du es auch gesagt hast, was denken die Investoren? Es fehlt uns so ein bisschen tatsächlich auch der Zugang zu den Investoren, zu wissen, was für Preise sind die Investoren bereit zu zahlen, wie denken sie über Evonik? Das fand halt immer nur unmittelbar über die Banken statt. Es gab dann diese legendären Feedback-Calls mit den Banken am Abend, jeden Abend, wo die Banken immer wieder neu erzählt haben, was es Neues gibt von den Investoren. Das war mal mit mehr, mal mit weniger Mehrwert und mal mit weniger Erkenntnis. Es war halt immer nur mittelbar. Und wir hatten letztendlich nicht wirklich einen Eindruck, wie denken die Investoren denn tatsächlich über uns. Es waren immer nur die Banken dazwischen geschaltet, die natürlich auch irgendwo ihr eigenes Interesse hatten, die irgendwo recht früh im Prozess versprochen hatten, einen bestimmten Wert tatsächlich darstellen zu können, der dann im Laufe der Phase immer weiter nach unten ging. Und ja, in die Phase kommt natürlich dann auch noch, kommen auch noch die Medien rein, die letztendlich auch nicht auf unserer Seite waren, sondern eher Probleme suchen, wo sie Probleme finden können. Solche Storys verkaufen sich natürlich immer besser, wo sie dann dementsprechend ein bisschen negativer werden können. Und letztendlich, das ist auch das, was du gesagt hast, Wolfram, sitzen die Investoren hier in der Phase natürlich immer am längeren Hebel. Das heißt, sie gehen hier irgendwo mit einer Preisvorstellung rein, aber die wird ihnen dann im Laufe der Phase, im Laufe der Zeit und je schlechter auch hier die Märkte und je schlechter natürlich die Marktstimmung ist, das kam noch dazu, wird ihnen immer mehr zerredet. Und letztendlich war es dann so, dass auch die Bewertung am Ende aus einer Kombination zwischen Marktumfeld, aber auch ein bisschen eigenen Faktoren und geschuldet dem Prozess auch, diesem Bookbuilding-Prozess, beziehungsweise dann sind wir noch nicht mal gekommen, diesen unverbindlichen Preisindikationen eigentlich immer negativer wurde. Von daher, ja, was kann man aus dem abgesagten IPO-Prozess eigentlich lernen? Man muss sich am Anfang des Prozesses sicherlich fragen, was versprechen einem die Banken am Anfang des Prozesses, welche Preise versprechen sie einem, wie realistisch sind die dann am Ende wirklich noch und bis wann sind diese Preise tatsächlich noch haltbar. Im Endeffekt spielt natürlich auch hier in der Phase und hier hinten dann spielen die Sales der Banken eine elementare Rolle, das heißt irgendwann kommen die Sales-Teams dann natürlich mit rein, sollen den Investoren die Aktien verkaufen und gerade da hatten wir tatsächlich sehr stark das Gefühl, gerade auch über diese Salesforces überhaupt keine Kontrolle mehr zu haben. Also die Salesforces, denke ich, sind natürlich auch jetzt nicht so, die Analysten hier in dem Prozess sicherlich schon noch. Equity Research, die Salesforce ist aber nicht mehr so angelernt, auch über uns nicht, war vielleicht auch ein Fehler, dass sie die Aktie wirklich sinnvoll promoten und vermarkten können. Das sehen sie vielleicht auch gar nicht so als deren Job. Letztendlich denken die sich auch, muss ich meinem Kunden jetzt unbedingt den Evonik verkaufen oder verkaufe ich dem eine BASF, gefällt mir sowieso viel besser. Also das ist sicherlich auch im Zusammenspiel Salesforce hier nochmal schwierig. Auch Research muss man sich sicherlich fragen, wie sehr wird dem Research in so einer Phase dann jetzt abgenommen, neutral zu sein.
Natürlich hatten wir eine Menge recht positive Research Reports draußen. Wie kommen die tatsächlich bei den Investoren an? Kann ich nicht beeinflussen, kann ich nicht beurteilen, weiß ich nicht wirklich. Und außerdem, auch das gab es in dem Prozess, weiß ich nicht wirklich, wie die Research-Analysten gegenüber den Investoren in den direkten Meetings sprechen. Klar sehen wir die Berichte, aber auch hier und da hatten wir die Indikation, dass in den direkten Gesprächen schon hier und da nochmal auch was anderes gesagt wurde, als dann tatsächlich eben im Research drin stand. Also von daher eine Phase, die extrem schwierig zu kontrollieren ist, wo sie eigentlich überhaupt keine Kontrolle mehr haben über das, was sie eigentlich wollen und überhaupt keine Kontrolle mehr über den Börsengang. Von daher war das Ziel eindeutig, flexibler zu werden, und das Ziel war, hier unten Transaktionssicherheit als zentrale Anforderung, als wir 2013, Anfang 2013 uns wieder entschieden haben, den Börsengang wieder zu starten, getrieben hier auf Wertstoffe wieder durch die Altaktionäre und eben dann auch durch Main First, die irgendwann Ende 2012, Anfang 2013 Kontakt zu den Altaktionären gesucht haben und hier ein alternatives Modell entwickelt haben, was ich gleich nochmal auch im Detail zeige. Es ist hier schon mal in den drei Schritten angedeutet. Das zentrale Element war tatsächlich hier, und das war auch elementar jetzt hier, die Transaktionssicherheit als zentrale Anforderung. Wir hätten es uns hier nicht erlauben können, noch ein drittes Mal zu scheitern. In dem Fall musste es klappen, und deshalb musste hier ein neues Modell entwickelt werden, bei dem wir uns sicher sein konnten, dass es auch klappt, oder bei dem wir eine sehr hohe Sicherheit hatten, dass es tatsächlich auch klappt. Wie sah das aus? Das sah in einem ersten Schritt so aus, und das war tatsächlich auch der entscheidende Schritt vor dem eigentlichen Listing, dann sogar vor dem Listing schon über Private Placement, über zwei Placements, so viele Aktien zu verkaufen, dass sie im Prinzip hier an diesem Punkt beim Private Placement 2 schon die Kriterien für ein Börsenlisting erfüllt haben. Das heißt, es gab hier irgendwann Ende des Jahres über Main First sehr stark getrieben die Anlauf, den Wiederanlauf eben sehr im Verborgenen des Börsengangs in Abstimmung mit den Altaktionären. Main First hat dann hier wiederum sehr im Stillen, sehr im Verborgenen Kontakt zu Investoren aufgenommen. In der Phase das auch sehr gut gemacht, die richtigen Investoren ausgesucht, mit den richtigen Investoren gesprochen und erste Investoren-Meetings Anfang Januar gemacht und dann irgendwann hier Ende Januar die Company dazugenommen. Das heißt, da gab es dann auch Management-Roadshows mit einem sehr kleinen, sehr elitären, ausgewählten Kreis von Investoren, bei denen dann letztendlich hier, und da wurde es dann letztendlich verkündigt, am 22. Februar erste Anteile platziert wurden. Bis dahin war es also tatsächlich so, dass hier absolute Ruhe war. Es gab hier und da natürlich mal ein paar Leute, auch Analysten, die was geahnt haben. Aber ansonsten war es bis dahin extrem ruhig, überhaupt keine Leakage. Es konnten in Ruhe Gespräche mit den Investoren gefragt werden, auch direkte Gespräche geführt werden und da eben Preisindikationen abfragen. Und ich glaube, was auch entscheidend war, sowohl in dem als auch in dem Prozess, es ging hier um Fixpreise. Das heißt, Main First hat in den Gesprächen mit den Investoren gesagt, hier, das ist Evonik, mit einem sehr kleinen Team auch vorgegangen. Auch das hat Main First, glaube ich, sehr gut gemacht, im guten Zusammenspiel zwischen ECM, zwischen Research, mit einem sehr direkten Investorenkontakt gesagt, hier, das ist Evonik, so sind wir den Case. Und ihr könnt Evonik haben zum Preis X. Entweder ihr nehmt ihn zu dem Preis oder ihr nehmt es nicht. Das ist halt fundamental anders zu dem bisherigen IPO-Modell, wo sie immer eine Bookbuilding-Phase haben. Ja. Ja, ja. Ja. Genau. Es gab eine Unterstützung durch Research, also der Research-Analyst von MindFirst hat in dem Prozess mit unterstützt, auch im Dialog mit den Investoren. Das heißt, da gab es schon, eine Equity-Story, natürlich ein Investment-Case, der dann auch von dem Analysten mit entwickelt wurde. Das heißt, da gab es schon die Unterstützung und letztendlich auch die Bewertung, die dann der... Nee, nichts. Es gab nichts Großes Schriftliches. Ich meine, Sie können sich vorstellen, dass Main First da in die Meetings mit den Investoren nicht unvorbereitet reingeht. Aber es gab jetzt in dem, nicht so wie in dem klassischen Prozess, gab es kein groß veröffentlichtes Research. Es gab natürlich mal einen Investment Case und eine Bewertung auch indikativ, die dann auch mit den Investoren auch durchgesprochen wurde. Ja. Genau, also das war dann hier quasi die erste Phase. Es war ein bestimmter Anteil schon platziert an Aktien und von da an war es öffentlich. Von da an hat die Dynamik dann auch halt richtig zugenommen. Das heißt, hier hat man schon gemerkt, alle, die jetzt hier nicht dabei waren, haben sich gedacht, okay, haben wir was verpasst, müssen wir jetzt mit einsteigen. Direkt anschließend an Private Placement 1 kam das Private Placement 2, was dann bis zum 12. März lief. Hier, Sie sehen das deutlich kürzer, deutlich straffer.
Es war schon mal klar, Evonik ist irgendwo wieder auf dem Weg an die Börse. Es gibt Investoren, die bereit sind zu investieren. Vielleicht haben wir irgendwo was verpasst. Und das war eine Phase, die extrem schnell ging, wo wir dann letztendlich hier am Ende von Private Placement 2 12% insgesamt von Evonik platziert hatten. Auch hier wieder ein Private Placement 2 zum Fixpreis, der höher lag als der Fixpreis im ersten Placement. Auch klar, ich meine, die Investoren im ersten Placement haben sicherlich mal ein höheres Risiko genommen. Denen war noch nicht klar, schafft es Evonik an die Börse oder nicht. Das heißt, für das höhere Risiko haben die hier schon einen Discount bekommen. Der wurde dann hier immer kleiner, der wurde dann hinten raus nochmal wieder kleiner. Aber auch hier wieder letztendlich einen Fixpreis. Ja. Ja. Insgesamt dreistellige Anzahl von Investoren. Und das war tatsächlich auch das Kriterium, was wir erfüllen mussten für die Zulassung im Prime Standard. Da gibt es dann letztendlich zwei Kriterien. Sie müssen eine bestimmte Anzahl Free Float komischerweise im EWR erreichen. Auch das ist ein bisschen flexibel auslegbar, aber das ist das erste Kriterium, Free Float im EWR. Das zweite Kriterium ist Anzahl der Investoren und das muss eine dreistellige Anzahl sein. Die hatten wir dann auch erreicht nach den drei Placements. Von daher, ich glaube, das hatte ich alles im Wesentlichen schon gesagt, hat es dann am Ende nach diesen zwei Placements war eigentlich klar, Evonik ist mehr oder weniger gelistet. Es gab dann noch hier die Option, auch das wurde dann angekündigt im April mit einer Pressemitteilung, weitere 2% zu platzieren, hauptsächlich um die Liquidität zu erhöhen. Das war natürlich jetzt zu dem Zeitpunkt war das natürlich ein Problem mit relativ überschaubaren Investoren. Das heißt, man hat dann sich nochmal entschieden, in einem weiteren Schritt, und da komme ich dann hier nochmal zu, das ist dann eben dieser gesamte Schritt hier, nochmal ein Accelerated Bookbuilding zu machen und nochmal 2% der Anteile zu platzieren bei einem wesentlich breiteren Investorenkreis. Die Platzierung war dann auch tatsächlich so angelegt, dass der Free Float und die Liquidität erhöht würde. Das heißt, da sind nicht nur die Investoren gesucht worden, die die Aktie jetzt über 2 bis 3 Jahre halten. Ja, das ist der Prozess, der dann letztendlich nach den beiden Private Placements losging. Im Prinzip eigentlich eher ein technischer Prozess. Hier Due Diligence, Börsen, Prospektbörsenzulassung. Auch da haben wir dann zusätzlich zu Main First, du hattest auch gesagt, die Prozessbank mit dazu genommen. Ich glaube, das hört die Deutsche Bank nicht so gerne, den Begriff Prozessbank, aber im Endeffekt war es das dann tatsächlich, aber auch sehr wertvoll. Also muss man auch sagen, da hat Deutsche Bank dann wieder die Erfahrung aus den vielen IPOs mit eingebracht und in diesem tatsächlich in dem Weg an die Börse auch nochmal sehr gut unterstützt. Als es dann daran ging, jetzt hier in kürzester Zeit tatsächlich auch nochmal die Voraussetzungen zu schaffen. Und ich glaube, das ist nochmal auch natürlich ein entscheidender Punkt jetzt, wenn jetzt über neue IPO-Modelle, neue Wege an die Börse diskutiert wird und Evonik jetzt hier als das Parade, möglicherweise das neue Paradebeispiel diskutiert wird, was natürlich entscheidend ist, dass wir hier schon sehr weit waren in den alten Prozessen, dass wir tatsächlich auch einen Börsenprospekt fertig hatten, dass wir im Prinzip die Due Diligence mit den Banken schon komplett durchlaufen hatten, dass wir intern extrem gut aufgestelltes Team hatten, jeder wusste, was er zu machen hat. Die Banken waren eingespielt, die Deutsche Bank, als reinkam, hat überhaupt keine Eingewöhnungsphase mehr gebraucht, war sofort wieder da, war sofort einsatzfähig. Die Anwälte, die hier einen Riesenjob gemacht haben im Börsenprospekt, Sullivan Cromwell kann ich hier nennen, waren sofort wieder einsatzfähig. Ohne das hätte das Modell auch nicht geklappt. Und ohne das hätte, glaube ich, hier auch kein Investor gekauft letztendlich. Die brauchten natürlich auch da die Gewissheit, Evonik kann an die Börse gehen in einem relativ kurzen Zeitraum. Und wenn sie dann irgendwie gesagt hätten, okay, wir müssen dann noch irgendwie hier den Prospekt anfangen, da haben wir mal mit angefangen, haben wir aber auch noch nicht so richtig fertig, liegt irgendwo in der Ecke, ich glaube, dann hätte das nicht geklappt. Es musste hier allen Beteiligten und Investoren klar sein, dass wir diese Phase hier relativ gut und strukturiert durchlaufen können. Und ich meine, zusätzlich waren wir hier sehr vielen Investoren schon bekannt. Wir waren gefühlt 3-mal um die Welt gereist mit dem Management, mit Roadshows. Das heißt, die Investoren kannten uns auch sehr gut. Aber auch da war keine große Einarbeitung mehr in die Equity-Story notwendig. Von daher, das war, glaube ich, essentiell dafür, dass der Weg so, wie er war, geklappt hat. Aber unterstreicht nochmal, man braucht letztendlich, glaube ich, für jeden neuen Börsengang wieder individuelle Wege. Und der Weg hat für uns genau gepasst. Ja, dann waren wir tatsächlich hier am ersten Handelstag, 25. April, an der Börse mit einem Free Float von 14%. Das Bookbuilding hier lief auch wieder extrem gut ab, war kein öffentliches Bookbuilding, war auch hier wieder ein Private Placement mit einem Accelerated Bookbuilding, auch wieder innerhalb von nur einem Tag das Buch mehrfach überzeichnet, im Prinzip innerhalb von einem Vormittag.
auch da wieder eben zu einem Festpreis. Selbst in diesem Accelerated Book Building wieder ein Festpreis angeboten, zu dem die Investoren kaufen konnten oder eben auch nicht. Auch da war das, das war in dem Prozess, glaube ich, auch wieder sehr hilfreich, weil irgendwann hier kamen wir kamen in die Diskussion wieder rein, sollen wir Festpreis machen, nicht oder nicht. Das heißt, auch hier liefen wir eigentlich schon wieder in diese Phase rein, was ich gerade gezeigt habe, wo so ein bisschen die Investoren wieder am längeren Hebel sitzen und letztendlich wieder verhandelt haben über die Preise und gesagt haben, zu dem Preis würden wir was machen, zu dem aber auch nicht mehr und wir müssen die eigentlich gar nicht. Das war dann hier, als es den Festpreis gab, war das ganze, die ganze Diskussion auf einmal wieder raus und jedem war klar, was sie zahlen müssen und es waren auch genug dann letztendlich bereit, den Preis wieder zu bezahlen. Ja, soweit von meiner Seite. Wir sind an der Börse. Handelsvolumen ist auch okay. Mittelfeld MDAX bisher irgendwo so Rang 30, 40. Also auch wir hoffen, im September dann in den MDAX zu kommen und hoffen, dass wir nicht euch rauskicken. Aber ich glaube, das passiert nicht mehr. Das wär ein sehr unvoller Tag. Das wollen wir nochmal wissen. Also, jetzt haben wir noch zwei Folien. Denn irgendwie die zwei Case Studies sollen ja zu irgendwas führen, zu irgendeiner Quintessenz. Zu was sie nicht führen, das sage ich zunächst. Wir wollen uns hier nicht hinstellen und jetzt irgendwie arrogant sagen, also wir wissen, wie es geht. Evonik und Talangs haben gezeigt, es geht anders und das ist jetzt der neue Masterplay und davon zieht man jetzt ein paar Kopien. Das ist nicht gemeint. Aber was gemeint ist, ich glaube, die zwei Cases haben gezeigt, dass diese Lehrbuchvorgehensweise zur Börse, die wir eingangs gezeigt haben, nicht mehr unbedingt der einzige Weg ist. Ich gehe sogar so weit persönlich zu sagen, wir werden wahrscheinlich keine Börsengänge mehr sehen, die wirklich eins zu eins diesem Lehrbuchformat folgen, sondern es gibt auch noch andere Wege. Und ein paar Lessons learned haben wir jetzt hier nochmal aufgeschrieben. Das erste ist ein No-Brainer, ja, dass jeder IPO sehr komplex ist und dass man möglichst flexibel bleiben sollte. Ich hatte schon gesagt, unsere Vorgabe war ganz klar, jedes Quartal wieder alle Produkte nachziehen, alle Dokumente nachziehen, die Leute bei Laune halten, was verdammt schwierig ist. Ich hatte den Datenraum nur mal so erwähnt, eine ganze Organisation bei Laune zu halten, den Datenraum jedes Quartal zu befüllen. Ich kann Ihnen sagen, Sie gewinnen keine Beliebtheitspreise in Ihrem Haus. Aber es geht nur so. Ich würde noch hinzufügen, die wichtigsten Botschaften haben wir nicht schriftlich hingeschrieben, sondern kommen eher auf der Tonspur. Man sollte auch möglichst wenig kommunizieren. Natürlich ist es für Reuters und Bloomberg spannend, wenn Börsenkandidaten aus dem Busch kommen. Aber das Beste ist, man hält den Mund und redet erst ab dem ITF. Es ist verdammt schwer, weil natürlich PR-Berater einem auch sagen, die Story muss vorher platziert werden. Du musst vorher mal mit deinem CEO mal ein schönes Stück im Handelsblatt machen und in der FAZ. Es ist wahnsinnig schwer. Aber ich nenne es mal so, flexibel bleiben. Und da du jetzt doch ein bisschen Reklame für Berater gemacht hast, auch wir haben die traditionellen großen Investmentbanken ein bisschen aufgemischt, indem wir auch eine kleine Bank dazugenommen haben. So wie Mein First in dem Fall haben wir Berenberg genommen. Es soll keine Werbeveranstaltung jetzt für kleine Banken sein, aber einfach dieses Querdenken, jemand, der eben nicht das Lehrbuch schon 20 Mal abgespielt hat, sondern der sagt, wir müssen uns irgendwie unterscheiden von den anderen, wir müssen mal schauen, wie wir Mehrwert schaffen können, mit reinzunehmen, kann nicht schaden. Und dazu gehört sicherlich auch, dass man gute Berater hat auf seiner Seite, einen guten IPO-Berater. Damit meine ich jetzt nicht unbedingt die verlängerte Werkbank, die man sowieso irgendwo braucht, weil kein Mensch kann diese ganze Arbeit abarbeiten. Also man braucht schon IPO-Berater als verlängerte Werkbank. Das würde ich schon fast als Muss ansehen. Aber auch als strategischer Berater, der wirklich bei ER oder am besten noch beim CEO sitzt und ihm in der entscheidenden Phase auch mal einen guten Rat geben kann. Genau wie die Anwälte. Aber trotzdem, ich mache auch hier ein Kaviat. Vergessen Sie bitte nicht, unser IPO ist einmal und die IPO-Berater und die Anwälte, die großen Firmen hier in Frankfurt und Düsseldorf und München, arbeiten mit den Investmentbankern Jahr ein, Jahr aus zusammen und haben auch da Interessensverquickung. Also folgen Sie auch dem Beraterrat nicht immer blind eins zu eins, sondern es tut auch mal ganz gut, sich mal eine zweite Meinung zu holen. Ich will es jetzt nicht zu sehr verkomplizieren, aber man kann auch mal gerne jemanden fragen, der vielleicht nicht mandatiert ist, aber vielleicht die Hoffnung hat, irgendwann mal Geschäft von Ihnen zu kriegen, der einmal informell, ja, übers Wochenende nochmal die Dinge auseinandersortiert. Auch sowas haben wir gemacht. Einer der wichtigsten Punkte, das wäre jetzt ein Workshop für sich, Verhandlungen mit den Banken Standfestigkeit beweisen. Thema hat es schon angedeutet. Ich weiß gar nicht, wie viele Verträge wir unterschrieben haben und was es da alles gibt. Unglaublich. Aber das Wichtigste war das Bewertungsmodell. Also ihr Petitum muss sein, frühzeitig ein Bewertungsmodell in Zement zu hauen, wo man nur noch die Variablen austauschen kann, weil dann haben sie wenigstens eine Flanke zu, dass nämlich dauernd die Modelle verändert werden. Ja, dann kommen so Dinge wie Post-Money, Ex-Money oder was es da alles gibt. Aber dass man zumindest nur noch die Variablen austauschen kann, wenn es irgendwie der DAX oder die Peers
andere Price-Earnings haben und so weiter. Hat uns letztlich auch nicht geholfen, aber man kann es ja mal versuchen. Die letzten beiden hängen irgendwie zusammen. Den vorletzten mache ich mir persönlich zum größten Vorwurf. Und das habe ich eingangs schon mal gesagt. Man wird wirklich, erinnern Sie sich an meinen Börsenzeitungsausriss, man wird wirklich so verunsichert von seinen eigenen Beratern, dass man wirklich selbst Kontakte, die man hat, und ich unterstelle mal, dass erfahrene IR-Kapazität irgendwo in dem Projekt drin ist, dass man wirklich Muffen hat, seine Kontakte zu nutzen. Ich mache mal ein ganz einfaches Beispiel. Ich wurde von niedersächsischen Investoren angesprochen, die haben gesagt, naja, wenn es dann bei euch losgeht, dann fliegt ihr ja nur nach New York und London, kennen wir ja. Und für uns ist ja nichts drin, ihr werdet uns ja vergessen. Da habe ich gesagt, das ist eine gute Idee. Und da oben tickt man noch sehr landsmannschaftlich und Schollen verbunden. Da habe ich gesagt, wir machen Folgendes. Wir machen am Samstag in der Hannoveraner Börse, jawohl, wir haben eine Börse, in der Hannoveraner Börse, schicker historischer Börsensaal, so zwischen dem Einkaufen in der Stadt einen kleinen Sektempfang mit Mettbrötchen und mein CEO erzählt euch mal informell die Equity Story und danach fühlt ihr euch auch gut informiert. Finde ich eine tolle Idee, intelligente IR. Sie glauben gar nicht, was los war, als ich das meinen Anwälten erzählt habe. Ja. Ich habe eine schriftliche Opinion gekriegt, ich war schon fast im Gefängnis, also haben wir fallen lassen. Und so geht das nur. Ja. Und das war letztlich einer der Fehler. Wir haben uns auf die Banken blind verlassen und die haben uns wirklich überzeugend dargelegt, sie wissen genau, wo es hingeht mit der Bewertung und es war halt nicht der Fall. Und es ist zwar wahnsinnig schwer, erfahrene IR-Leute in einen IPO reinzukriegen, weil wir alle ein Karriererisiko haben. Ja, wir kennen sicherlich alle ein paar Kollegen, die in IPOs waren, die nicht gekommen sind. Das ist nicht lustig, das kann ich Ihnen sagen. Wir beide waren kurz davor, glaube ich. Das ist nicht lustig. Aber trotzdem, ich plädiere eigentlich dafür und es gibt ja, wie gesagt, ein paar Ältere mit grauen Haaren, die das vielleicht nicht mehr ganz so ernst sehen, was das Karriererisiko angeht. Oder es gibt auch Modelle wie Bodyleasing, dass erfahrene Berater sich mal 6 Monate einbinden lassen. Aber das ist sowas von wichtig, einfach um alles zu hinterfragen, was einem da wirklich 24 Stunden, monatelang auf einen einprasselt. Und man muss dem Management einfach Unterstützung geben. Und ich würde sagen, der IPO-Berater ja, aber der eigene IR-Mann, die eigene IR-Frau im Haus nochmal einen Schnaps drauf. Und jetzt kommt die letzte Folie. Ja, können wir denn Kollegen, wenn welche im Haus, im Raum sind, die jetzt in Kürze vorhaben, an die Börse zu gehen, Tipps geben? Es ist verdammt schwer. Es gibt keine Allgemeinplätze, jeder Fall ist anders. Es liegt natürlich an der Reife des Unternehmens, sage ich mal. Ich habe schon so ein bisschen angedeutet, es kommt auch darauf an, was man an Inhouse-Kapazitäten hat. Ist man jetzt ein kleines S-DAX-Unternehmen, wo, weiß ich nicht, sich alles in einer Person manifestiert und. Es ist wahnsinnig schwer, da müsste man sich den Einzelfall angucken. Aber eins kann ich nur sagen, man sollte alles hinterfragen. Und ich habe, glaube ich, hinterher bei den Closing-Dinner von den Banken Preise gekriegt für den größten Querulanten und alles. Also das war meine Rolle. Wir haben die Projektleitung aufgeteilt in einen Good Guy und einen Bad Guy. Also ich war der Bad Guy. Also was ich nicht mehr hören kann, ist, das geht alles nicht aus Haftungsgründen. Da kriege ich, also stellen sich mir die Nackenhaare hoch. Das ist Marktstandard, ja, was immer das ist. Und das ist das Schlimmste. Ne? Also das war's von unserer Seite. Wichtig ist wirklich nicht, sich jahrelang zu verkriechen, sondern wirklich noch immer das Ohr aufs Gleis zu legen oder die Verbindung zur Beißzeit zu halten. Ich weiß, das sagt sich wahnsinnig leicht und es ist wahnsinnig schwer, wenn man, wie gesagt, schriftlich gesagt bekommt, was man da alles kaputt machen kann und dass man den ganzen Börsengang gefährdet und dass man sofort vor Gericht landet. Es ist verdammt schwer, aber es gibt ja Zwischenformen, informelle Formen. Und wer da gerne mal einen Tipp haben möchte, kann sich gerne, glaube ich, vertrauensvoll an uns beide wenden. Wir haben auch einen Disclaimer, wie jeder. Uns ist der sehr wichtig. Der erste Abschnitt, was ihr heute gehört habt, war unsere persönliche Meinung und nicht die Meinung unserer Firmen. Aber unsere Anwälte und unsere CEOs haben das vorher gesehen. Fragen? Dankeschön.